Moin, liebe Schecks und Fidget-Freunde, in diesem Video möchte ich euch eine Taktik zeigen, wie man relativ gut durch die legendären Dungeons kommt. Am Anfang sind die Gegner doch ein bisschen einfacher als im hinteren Verlauf, das heißt, sie ziehen euch viel weniger ab. Deswegen sammelt so viele Schlüssel wie möglich. Die Fässer und so, die könnt ihr stehen lassen, das wären nur unnötig Lifepoint-Verluste, die ihr auf die Nase bekommt. Das muss nicht sein. Das tut nicht Not. Klickt einfach die Gegner an. Nimmt eventuell die Skelette mit, wenn ihr welche findet, in den Fragezeichen. Und dann kommt man ganz gut durch. Aber die Kisten, wie gesagt, klar, kann down hier mal Gold sein. Fallen eher liegen lassen. Also den Doppelschaden müsst ihr selber wissen. Nehmt ihr den doppelten Schaden mit aus dem Kampf oder nicht? Und die Falle am Anfang kann man es noch mitnehmen, würde ich sagen, aber im späteren Verlauf würde ich euch davon definitiv abraten. Aber im späteren Verlauf haben wir auch mehr als genug Keys. Und ihr sammelt jetzt einfach nur Keys, das heißt, ihr nehmt jeden Kampf mit, den ihr finden könnt, außer halt, wenn da eine Falle mit davor ist. Ist jetzt meine Empfehlung, würde ich sagen. Und ihr seht ja hier am Anfang machen die so viel weniger Schaden, die Monster. Das im späteren Verlauf sind die halt auf 2 Millionen circa. Und deswegen könnt ihr lieber hier die ganzen Kämpfe machen, die Keys sammeln. Auch wenn ihr vielleicht nicht weit kommt, weil ihr relativ schnell down seid. Aber euer Charakter wird es euch später auf jeden Fall danken, Freunde. Jetzt haben wir sogar noch eine schöne Küste mit dabei. Ich gehe jetzt mal rein. Wir bekommen eine Million Damage und müssen hier nochmal kämpfen. Das sind halt 2 Millionen Schaden. Im späteren Spielverlauf, beziehungsweise Dungeon-Verlauf, sind das ca. 4 Millionen Schaden. Und da müsst ihr euch denn selber sagen, ist es mir das wert? Habe ich da Bock drauf? Ne, und deswegen abwägen. Klar kann man Glück haben, dass man in goldene Ebenen kommt, dass da der Geschichtenerzähler wartet mit einer Tasse Tee. Wenn er Pech hat, kommt der Balrog, wie bei mir. Rechts vorbeilaufen, Leute. Immer rechts vorbeilaufen, da ist am meisten Platz und da könnt ihr dann auch vorbei, ohne dass er euch was antut. Und ich glaube, da könnt ihr sogar einigermaßen Dingsen sammeln. Wie heißt das? Einigermaßen Ebenen, sofern ich das richtig verstanden hatte. So, jetzt leihen sich unsere Life Points langsam den Weg zu. Aber das war jetzt das Nice. Beim letzten Mal hat es mich geheilt. Ich hoffe jetzt auch. Ich war full life. Ne, beim letzten Mal, aber ich hatte auch nicht viel Damage kassiert gehabt. Deswegen ist das jetzt ein bisschen weniger gewesen, aber 5 Millionen. Ja, komm. Nehme ich jetzt mit, weil ich die Schlüssel haben will. Hier am Anfang lohnt sich halt noch so. Und das ist halt von Papa Nui die Taktik. Klar, andere machen das vielleicht auch so. Aber wir haben in der Gede, der hat uns die Taktik so erklärt. Und deswegen nenne ich das Video auch einfach Papas Taktik. Einfach, weil er es uns so geschrieben hat. Und deswegen möchte ich das auch einfach so nennen, so als Tribut halt für ihn. Fragezeichen natürlich immer mitnehmen, wenn euch die Optionen gegeben sind. Ich gehe jetzt hier durch die Falle. Wie gesagt, das müsst ihr selber abwägen. Das ist schwierig. In diesem Video jetzt, das sage ich vorweg, gibt es einen kompletten Dungeon-Durchlauf, wie viel Glück man haben kann, wie viel Pech man aber auch haben kann. Das ist natürlich immer so eine Sache, ich werde jetzt hier sterben. Bin bis zu Ebene 34 gekommen. Aber habe allerdings auch schon 18 Keys. Ne? Also ich kann durchaus denn schon durchziehen. Im späteren Verlauf. Hier gehe ich jetzt durch. Aber ab einem gewissen Level, so ab 75 bis 100... werde ich sowas hier nicht mehr machen können, weil das einfach nur richtig reinbuttert. Also das werdet ihr dann sehen und dann sind wir auch schon gleich beim ersten Boss. Beim Gollum haben wir ja schon gesehen, also wir haben Gollum, wir haben einen Warkreiter, wir haben Saruman und wir haben Sauron, beziehungsweise den Nekromanten als Portalbosse. Ich finde es mega cool, auf jeden Fall nice gemacht, vor allen Dingen sehr coole Designs auch wieder. Der letzte Halloween-Dungeon, der Diablo-Dungeon, der war mega cool. Was haben wir jetzt hier? Oh, jetzt kriegen wir wieder gratis Steine. Gönnen wir uns.
Sehr cool. Und dann sind wir auch schon gleich beim Gollum-Ende. Das ging jetzt doch wieder mega schnell. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den halben Balken brauchen wir oder. Ich weiß es nicht. Hier war jetzt wieder ein Kampf. Manchmal kann man halt auch durchlaufen. Das ist dann halt nice. Ist geschenkt. Ach, wie kann man so viel Pech haben? so ein geschenkter Weg. Also das ist halt gekonnt, deswegen mache ich kein Glücksspiel. Deswegen mache ich kein Glücksspiel, Freunde. Jetzt mal gucken, aber eigentlich müsste das ohne Probleme machbar sein. Ja, das sieht sehr gut aus. Haben neue Dämonenschuhe. Und jetzt seht ihr, die Gegner wären stärker. Mit einem Schlag. Ist das halt massiv. Und das ist halt schon heftig. Wie das halt ansteigt, ne? Wir gucken natürlich, dass wir so viele Fragezeichen wie möglich mitnehmen. Und natürlich weiter Schlüsse sammeln. Nicht ausgeben, wenn ihr es verhindern könnt, nicht ausgeben, Freunde. Weil bei diesem Schaden überlegt es euch, ob ihr durch eine Falle geht. Das ist das, was ich meinte, ne? Also es ist wirklich heftig. So wie hier, also ich weiß nicht, ich zeige euch das jetzt als Content Creator. Weil das gab 1 Million Life Points. Auf die Nuss. Das sind halt über 2 Millionen Life Points, die halt flöten gehen, ne? Ist halt schwierig. Müsst ihr selber wissen. Ich hoffe, es kommt eine goldene Ebene, wo wir überspringen können, damit das halt nicht ganz so teuer ist. Weil es sind halt schon 1000 Pilze auch weg. So, nice, eine Gratis-Ebene. Bei Fallen ist natürlich immer der Krasus-Knackpunkt. So nenne ich es jetzt mal. Hier haben wir jetzt einen Gratis-Weg gehabt. Immer schön Fragezeichen mitnehmen. Ist halt doof, wenn der Monster kommt, ne? Aber das kennen wir ja mittlerweile. Feliz Navidad. Das Biest mach ich platt. Ja moin, Feliz Navidad. Biest mach ich platt. Nice. Jetzt sind wir auch schon wieder down. Sind jetzt vermeintlich nicht weit gekommen. Na toll. Ja, kommen wir natürlich nicht rüber. Hätten wir genug Life Points gehabt, hätten wir da durchaus ein paar Ebenen machen können, aber wir hatten dann natürlich das Pech und das kam halt am Ende. Und wie gesagt, ich empfehle euch das halt echt nicht nachzumachen, Freunde, also ganz ehrlich, ihr seht ja selber, wie teuer das ist, ne? Also pro Gang, wir haben jetzt 150 haben wir reingebuttert, wir sind bei Ebene, ja, da können wir jetzt nicht durch, jetzt wären wir sogar gezwungen, Gott sei Dank war da jetzt nur eine Kiste, da konnten wir vorbei. Aber pro Gang sind es halt 50 Pilze und wir haben jetzt schon 150 reingemacht und wir sind bei Ebene 73. Haben halt genug Schlüssel, aber wir haben halt auch noch einen weiten Weg vor uns, ne? Bis Ebene 100 oder so will ich jetzt die Keys eigentlich sparen. Und dann will ich durchziehen. Und da hoffe ich natürlich, dass so Gratis-Ebenen einfach mal mit dabei sind. Weil ich glaube, 300 bis 400 Pilze muss man pro Durchgang und je nach Glück natürlich einplanen. Und da ich kein Geld damit jetzt verdiene, ne, kann ich natürlich auch nicht auf das ganze Set gehen. Und ich bin ja immer noch alleinerziehender Vater. Das war noch eins meiner Weihnachtsgeschenke, was ich mir und euch denn natürlich gegönnt habe. Als Content Creator für Shakes & Fidget. Einfach weil mir das Spiel so viel Spaß macht und ich so viel Spaß an der Gede habe und alles. Deswegen möchte ich hier auch investieren und mein nächster Server wird ja erst Server 50 bzw. Welt 50 werden. Und deswegen kann ich hier noch gut investieren und euch Content bieten. So, jetzt gehen wir hier durchs Fragezeichen weiter. Und dabei will ich euch direkt den Hinweis geben auf mein neues Let's Play Projekt. Days Gone will ich jetzt anspielen oder Days Gone will ich anspielen. Guck gerne einfach mal rein. Ich spiele es über meine PS5, also ein bisschen schnellere Ladezeiten eventuell. Aber ich habe halt mega Lust drauf und würde mich freuen, wenn der ein oder andere auch dort einfach mal vorbeischaut. Und ist kein Shakes & Fidget, aber man kann sich es ja nebenbei wie eine Serie einfach anschauen, wenn man eh Shakes & Fidget am PC ballert. Kann man einfach mal reinschauen. So, jetzt sind wir gleich bei Ebene 100. Beim Wagreiter sind wir angekommen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir vielleicht noch ein Legendary bekommen. Einfach von dem Zwischenboss, weil die Chance, die wird erhöht.
umso öfter man durchkommt. Klar, wir sind jetzt erst einmal durchgekommen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir Glück. Einer meiner Freunde, Moinea, der kommt jetzt auch in die Gilde wieder zurück. Freue ich mich total drüber. Der hat auch irgendwie 5 oder 6 Durchläufe schon gemacht, der kranke Typ. Der hat richtig viele, der hat sogar beide Schwerter aus dem Dungeon. Ist mega heftig. Aber ich werde nicht mehr wie diese 2 Läufe tryharden, also. Da kann ich nicht anders. Lion Epic. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie gedingst hat. Ob wir jetzt irgendwie eine Ebene übersprungen haben. So. Ach, ist gar kein Warkreiter. Stimmt, das war der Urukai. Mal eben hier den Stein rausprügeln. Eigentlich muss man nur ein bisschen schütteln, ne? Also ja, ganz ehrlich. So, weiter geht's. Jetzt wird's halt langsam knackig, ne? Ihr seht ja den Schaden, den man bekommt. Am besten nur Fragezeichen mitnehmen. Was ist das denn jetzt? Du fällst eine gefühlte Ewigkeit. Nice. Du aufprallst, schmerzen deine Glieder. Aber du hast das Gefühl, weit vorangekommen zu sein. Auf 124, das gab auf jeden Fall. Das gab auf jeden Fall einen dicken Step. Mega cool. Das gab einen richtig guten Progress war das. Mega cool. Wenn jetzt noch der Balrog kommt und wir da vorbeikommen, wäre das halt eventuell sogar ganz nice. Und sonst machen wir jetzt hier die Schlüssel. Ziehen wir jetzt mal durch. Ja, dann sind wir nämlich auch gleich schon beim dritten Boss. Nice, so sind die Fragezeichen am besten. Also natürlich nicht. Aber gut, wir haben halt auch noch 70 Etagen, haben noch 40 Schlüssel. Da war eine Falle, ich Idiot. Aber 1 Million Life Points ist immer noch besser als ja, das normale. Das ist ein alter Gürtel, ne? Ja, ja. Also dafür habe ich so gar keine Verwendung. Aber das Gold nehme ich gerne mit. Wie unfair ist das denn, Alter? Oh man. Das sind die Ebenen, die man gerne mitnimmt, wenn man einfach nur durchrennen kann. Da hätte ich fast wieder die Falle übersehen, Freunde. Aber so haben wir halt Glück und dafür haben wir es gemacht. Dafür haben wir die Keys gefarmt, Freunde. Einfach, damit wir dann in den höheren Ebenen sehr viel schneller durchkommen. Jetzt kommt nämlich gleich nochmal ein harter Kampf. Sehr gut. Man darf auch mal Glück haben, Freunde. Also wir hatten auch schon sehr viel schlechtere Läufe. Der jetzige, der ist halt recht gut. Lass mich in Ruhe, wenn mich das zurückgeworfen hätte, ey. Nice. Am besten wäre, wenn noch mal irgendwie, wenn ich Tee trinken könnte, ne, ohne dass ich vergiftet werde. Das wäre mega cool. Ah, dieser Lauf, der ist jetzt halt echt stark. Wir sind richtig weit gekommen, Freunde, also ohne Witz. Und ihr seht, es hat halt noch kein Ende. Und wir haben richtig viel Glück mit den Epics, ey. Meine Güte. Das ist ja schon fast unverschämt. Leider werden die Keys nicht bis zum Ende reichen. Hätten wir anfangs ein bisschen länger fahren müssen. Aber mein Gott, ich will mich nicht beschweren über diesen Versuch. Es ist ja absolut lecker, was hier passiert. Die machen jetzt halt schon ordentlich Schaden. Dann können wir vielleicht jetzt noch mal ein paar Schlüsse hier mitnehmen. Ah, ja. Und dann haben wir beim Fragezeichen natürlich Pech, ne? Also, aber man kann nicht alles erwarten. Man kann nicht alles erwarten. Das goldene Licht blendet dich. Da ist ein gemeiner Blender am Werk. Ich weiß es nicht. Ich muss gegen ihn kämpfen. Ich weiß nicht, was der Blender jetzt gemacht hat. Aber wir kamen auf jeden Fall mega gut durch.
ja, 48 Ebenen konnten wir wandern. Mega nice war das jetzt einfach. Also es war wirklich, wirklich stark. In der Mitte dieses legendären Dungeons fast 50 Ebenen zu machen, das ist schon mega. Wir brauchen halt auf jeden Fall viele Life Points für den Endboss. Ne? Könnten natürlich die Skelette auch anlabern und so, aber die können einen halt auch angreifen, was einen dann auch wieder Life Points kostet. Das müsst ihr halt auch immer bedenken. Deswegen lasse ich die halt meistens liegen. Nochmal was Goldenes oder so, das wäre halt recht lecker. Na, ist eine Gratis-Ebene. Was ist das jetzt? Musste da jetzt schnell durch. Ich glaube, sonst wäre ich ertrunken. Da musste ich durch, sonst wäre ich ertrunken. So, jetzt haben wir gleich keine Keys mehr. Wir können uns vielleicht noch ein, zwei Ebenen jetzt hier kaufen. Das ist wirklich mit Abstand einfach nur ein Schlag in die Fresse. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist einfach nur ein Tritt ins Gesicht. Das Einzige, was ich davon positiv jetzt mitnehme, es hat mehr Rüstung, scheiß mal auf die einen, jeweils einen Punkt weniger, und es hat bei der Rune 2% Lebensenergie mehr. Das ist das Einzige, was ich mir da gut reden kann. Ich weiß nicht, was davon hier als für ein Krieger ist, ne? Aber eine Waffe, Handschuhe, Krone, irgendwas, alles Mögliche hätte geklappt. Sie geben halt nochmal die Schuhe. Sie geben halt nochmal die Schuhe. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Aber nicht mal, es ist sogar nur 1%. Ja, nice. Dann kriegt die legendären Schuhe mein Begleiter. Und dafür habe ich ca. 400 Pilze, 500 Pilze ausgegeben. Deswegen, Freunde, macht das, guckt das bei Content Creatorn. Es kann natürlich sein, dass ihr Glück habt. Ist aber unwahrscheinlich. Das ist, so eine Belohnung ist halt wie ein Glücksspiel. Das muss einem jedem klar sein. Das war auch mir klar. Weil, wenn nur eine gewisse Anzahl da ist, kann es natürlich sein, dass man reinscheißt. Völlig normal. Total logisch. Deswegen, wie gesagt, Freunde, guckt das bei euren Content Creatorn. Das war wieder das beste Beispiel. Haut nicht dafür 400 bis 500 Pilze, also haut dafür nicht 25 Euro raus für so einen Dungeon-Durchlauf, um danach dasselbe Item nochmal zu bekommen, was ihr schon habt. Das bringt's nicht. Klar, könnt ihr Glück haben und nach 3, 4, 5 Läufen 5 verschiedene Teile haben, um Gottes Willen. Bei FIFA Ultimate Team kannst du auch einen Pelé aus dem 7500er Pack ziehen. Ist das wahrscheinlich? Nicht im geringsten. Deswegen, guckt sowas bei euren Content-Creatern, egal ob FIFA oder irgendwelche anderen Lootbox-Games oder halt Shakes and Fidgets, so wie hier, wo man eine zufällige Belohnung bekommt. Macht sowas nicht nach, Freunde. Macht sowas nicht nach. Klar ist das cool, klar unterstützt ihr da euren Dudes, also euren Entwicklern. Holt euch die Pilze, damit ihr 300 Ausdauer ballern könnt, jeden Tag. Das ist cool. Holt euch die Pilze, damit ihr euch hier das beste Pet holen könnt. Irgendwie 2 oder 3, 4 Wochen lang oder so, ne? Das könnt ihr machen, dafür könnt ihr Pilze holen, Freunde. Das ist dann auch fein. Oder wenn ihr unbedingt irgendwie seht, oh, das Pet, den Pet-Battle, den könnte ich glatt gewinnen. Ich bin so kurz davor, irgendwie ein neues Habitat zu machen. Und das wäre schon morgen das Event, sonst muss ich wieder einen Monat warten. Dann könnt ihr das machen, Freunde. Da könnt ihr reinpilzen oder so. Nur wenn ihr seht, das ist knapp. Weil auch die Pet-Kämpfe, das ist manchmal echt pures Glücksspiel. Ganz ehrlich, Freunde. Also, ne, vieles in Shakes and Fidget ist pures Glücksspiel und ist pay to win. Das sage ich auch als Berserker. Manchmal schaffst du nur die Hälfte. 20, 40 Versuche schaffst du nur die Hälfte vom Lebensbalken. Ein Versuch ist dann dabei. Da prügelst du den Gegner in Grund und Boden. Da hast du 5er, 10er Kombos sogar am Start. Und der Gegner, der hängt irgendwo in der nächsten Wand drin. Ne? Also, ist schwierig bei Shakes and Fidget, gebe ich zu. Ist ein langes Video. Aber das sollte euch jetzt einfach nochmal verdeutlichen.
Klar ist so ein Special Event cool. Klar will man die ganze Ausrüstung haben, weil sie vielleicht nur limitiert ist und nicht wiederkommt. Das ist völlig klar, aber ist das echt so viel wert? Das muss sich jeder hinterfragen. Auch als Privatperson vor allem. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Interesse. Ich hatte trotzdem Spaß, hatte coole Erkenntnisse, habe jetzt eine Menge Epics, die ich zerschrotten kann, auch dann, was mir Kristalle und Steine gönnt. Und ja, wünsche euch einfach einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.